einer Welt voller Einsamkeit und Schmerzen gab es einen Krieger, der motiviert war, alle zu zerstören. Jeder Gegner sollte gegen ihn verlieren. Als er die Möglichkeit bekommen hatte, eine der stärksten Gilden der Welt zu bekommen, von einem magischen Kampfsamurai der Dunkelheit, ergriff er diese Chance, doch verlor sein Leben an die Dunkelheit. Seither zieht er umher und versucht, alles zu richten. Wie ihr seht, ist der dunkle asiatische Assassine aus der noch dunkleren Dunkelheit emporgestiegen, um unserer Gilde den weisen Weg zu weisen. Gott, das hatte viele Doppelwörter. Jetzt wäre dein Einsatz. Ach so, warte. Terra. Terra steht uns in beratender Funktion bei, solange wir noch keinen festen Gildenleiter haben. Und bis dahin brauchen wir natürlich irgendwelche Wegweisungen von einem sehr erfahrenen Spieler. Ich bin ein Tiger. Arr. In unserer Gilde und in meiner allmächtigen Weisheit als böser Masutrix habe ich natürlich viel Ahnung, weswegen ich jetzt auch den lieben Terra zugezogen habe. Ich habe das Gefühl, es hat viel zu viele Leute hier drin. Wir haben auch pendente Nachrichten von Leuten, die sehr gerne auch reinkommen würden. Aber nun mal können sie nicht, weil es irgendwelche Leute gibt, die einfach in die Gilde kommen, ohne zu spielen. Wichtig wäre es natürlich zu schauen erstmal, wer spielt aktiv, wer haut da gute Werbung raus. Ziel der Gilde sollte auf jeden Fall sein, 50 aktive, starke Mitstreiter zu haben, um gemeinsam später die Gildenerfolge und Raids zu klären. Bei dem Tag gibt es noch 1000 Dinge, die man verbessern könnte, noch bevor man die Gilde verbessert. Also sollte der Gildenleiter ja erstmal vorbildlich vorangehen, ne? Und ein bisschen an sich arbeiten. Was genau sollte ich an mir verbessern? Wie wäre es denn mit ein paar schönen Tränken? Das kann man natürlich machen, wenn man Pilze hat von Shakes and Fidget. Apropos, dieses Video ist gesponsert. Wie viel Geld hast du noch? 1835. Sparsam. Du brauchst nämlich 2 neue Waffen. Vorzugsweise sollte Geschick oder Ausdauer drauf sein. Als Assassine sind das deine beiden Mainstats. Oh, ich mag das alles nicht kaufen, das ist hässlich. Oh mein Gott, das sind coole Schuhe. Du kannst bis zu maximal 25% Schadenreduktion durch Rüstung erlangen. Dadurch könntest du auch mit den Stats jetzt einiges umbutzen im Dungeon. Gleich rein, einfach weghauen, wegböllern, ehrenlos wegklatschen. Pilze später. Du hast auch noch Gold, oder? 908. Butter doch mal alles in Glück rein. Und dann versuch doch mal den Herrn der Finsternis. Ich hab ihn. Oh mein Gott. Alter. Jede 10. Etage droppt zu 100% ein episches Item. Oh no, diese Episode ist so spannend. Oh, was wird wohl passieren? Schafft es Masutrix? Und was macht der asiatische dunkle Assassine? Oh no, schaltet ein bei der nächsten Episode von Shakes and Fidget.